So, hallo. Heute mal ein bisschen Karpfenangeln für euch. Das ist unsere sogenannte Snake Lake, also oder Mud Lake, so wie wir es nennen hier. Hoffentlich spielen die Karpfen heute mit. Ich war seit Ewigkeit nicht mehr am See. Wie man sehen kann, es ist ein schlangenförmiger See. Vielleicht können die das erkennen. Ja, ich habe vor heute, wenn ihr das sehen könnt, da hinten zu angeln, auf andere Ufer, hier entlang diesen Ufer und in der Mitte. Zwei Mischungen dafür, eine für die sogenannte Margin-Angelei, eine Mischung für in der Mitte und auf der anderen Seite, aber das erkläre ich euch dann später. Wie ich schon mal erwähnt habe, Super Crushed Garlic, einfach eine ganze Tüte. Diesmal den Fleisch Liquid Booster Wasser. Wie gesagt, ihr braucht ja nicht viel von den Booster da rein. Dieses Futter will ich ein bisschen schwerer haben, sodass es alles auf dem Grund liegen bleibt. Gleiches Spiel nochmal, halbe Stunde ziehen lassen, um 7 und dann nochmal nachfeuchten, wie gehabt, bis es fertig ist. So, ich werde mich gleich nochmal. Jetzt kommen wir zum Ausloten von dem Margin-Ufer, also den Ufer Angelplatzes. Ich habe jetzt eine Midi Mudline. Firma 12, also ca. 0,25 Gramm ungefähr. Ich habe vor, da hinten auszuloten. Man muss dabei achten, dass man nicht, weil hier geht es ziemlich schräg runter. Also man muss eine gerade Stelle finden. So, jetzt. So, dann kann man sehen, dass ich ca. 20 cm zu tief bin und dann war mal 5 runter. Jede 10 cm, dass ich weitergehe, mit tiefer und schrubbt es der Pose weg. Vielleicht kann man sehen, das ist hier ca. 15 cm zu tief ist. Da ist es gerade, da muss ich hin. Die Hasenpose muss ich wenig weiter runterstellen. Wie gesagt, es da geht schräg runter. Wir müssen gerade Platz finden. Circa so weit vom Ufer entfernt. Das passt schon. Ein bisschen kompliziert, weil die Schnur ein bisschen kurz ist, aber im Idealfall will ich ungefähr so viel von dem Pose raushängen aus dem Wasser. Und dann weiß man Bescheid, dass der nicht überall mitschwebt.
ein bisschen, ne? Und ich denke normale Lotblei, einfach unten durchgehakt, Größe 12 Hake, ganze Schulbleie ziemlich eng zusammen, direkt über dem Vorfach, Hauptschnur ist 20er, Entschuldigung, und Vorfach ist 18er, wie gesagt, Hose kennt ihr schon, Gummi ist der blaue, Bergdepot. Und für diese Aufgabe nutze ich meine M2. Also starke Kopfhute, wie ich vorher gesagt habe, das bringt ja nicht viel, wenn man so ein Teil besitzt und nicht nutzt. Jetzt wollen wir schauen, ob wir am Ufer was fangen kann. Einfach erstmal ein bisschen Futter rein. Und einfach ein paar Stücke Mais, ein paar tote Maden. Das ist die einfache Cardmaster Garlic mit dieser Meat Booster. Einfach langsam und vorsichtig aufschieben. Vorsichtig aufschieben. Wenn man am Platz kommt, ins Ufer rein und nicht umgekehrt. Dann läuft das ganze Futter im steilen Teich runter und das ist nicht unbedingt praktisch. So, als Köder nutze ich dann hier Maden, denke ich mal, tote Maden. Ne, mach mal zwei Kerne Mais drauf. Einfach so. Und los geht's. So, mit den stärken Gummizüge bevorzuge ich die andere Variante vom Pullerbon. Ich denke, wenn du dann so einen dicken Gummi da durch den kleinen Sidepuller ziehen musst, dann kann es ein bisschen problematisch werden in langerer Zeit. Und dann hält die Kopfhüte, also die Nummer 2 Teil nicht unbedingt so lange mit.
schon ist der erste dran. Nicht unbedingt den großen, aber immerhin. Da haben wir den schon. So, wieder vorsichtig wieder zurück ins Wasser. Zwei Stück Mais drauf. Vorsichtig wieder rausschieben. Fische da, die werden die Gegenseite auf dem Weg hier. Okay, schon den Fächer raus. Auch nicht schlecht. Das ist der Vorteil, wenn man keine Biederhake dran hat. Aber nicht unbedingt schlimm für die Fische. Nochmal zwei Punkte. Nice. Aber ab und zu mal gucken, ob die Teile richtig dran sind. Weil ab und zu mal werden die ein bisschen locker. Der nächste ist schon dran.
Wenn es läuft, dann läuft's. Aber mit Nachfüttern muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn man allzu oft macht, dann wenn das fixiert an dem Futter und nicht an den Kürse, die man im Haken hat. Den habe ich noch nicht nachgefuttert. Einfach so viele fangen, wie man kann, bis es dann wieder ruhig wird. Und dann kann man ruhig nachfüttern. Schöne Bursche. So, machen wir wieder frei. So, ich werde jetzt noch mal nachfüttern. Hier ist, wie gesagt, die Cardmaster Garlic mit die Fleisch Liquid Booster. Maiskörner drin, ein paar tote Maden. Richtig schwer, muss einmal nur einmal drücken und es ist schon ein Ball. Aber wir tun es rein, ein bisschen anders wie sonst, einfach Haukopf, einfach da drin, dann einfach ein bisschen drücken, schon kann es losgehen. Kann die Fische schon sehen da unten, also sind auch welche da, aber kann ja nicht schaden, etwas nachzufuttern. Wie gesagt, zwei Körner Mais, aber der ganze Bulk ist ja ziemlich dicht an den, kann eigentlich ein bisschen näher, direkt an den Vorfachschleife. Das war's. Nichts Kompliziertes dabei. Ein bisschen voreilig, glaube ich. Auch bei Wettkämpfen, die schwimmen hier den ganzen Tag hoch und runter. Man kann sogar direkt vor die Füße welche fangen. Und wenn das schon läuft, dann braucht man nicht unbedingt so weit rausbringen. Man kann ja direkt mit dem Topkit direkt vor dem Setzkescher, ja, jetzt habe ich gerade keine,
Aber kann man normalerweise direkt da unten. Oh, meine. Kann man direkt vor den Füßen welche fangen. Ich kann es vielleicht versuchen mal zu zeigen. Sitzt. Oh, eine Schleie. Wunderschöne Schleie. So, wir angeln immer noch am Ufer. Mal kurz darstellen, vorzeigen, wie ich das mit dem Maden mache. Die sind einfach tot. Vier bis fünf Stück oder so müsste reichen. Einfach so, dann ein bisschen weiter dran ziehen, sodass der Punkt frei bleibt. So. Los geht's. Schon erwähnt habe, mit der M2 kannst du wirklich den ganzen Tag angeln, keine Probleme. Leicht genug ist er. Ich hätte ja auch locker auf andere Seite angeln können. Aber macht schon Spaß mit der. XZ65 da zu angeln. Teilweise sehen kann, hier geht es ziemlich gut als Sache teilweise. Und das auf Dauer für die XK65 ist nicht unbedingt so eine praktische Idee. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht aushält. Klar macht er das, aber die Route hier ist dafür spezial gebaut. Und der nächste dran. Das fühlt sich schon ein bisschen schwerer an. Ja, man weiß ja nicht woher.
Also ein bisschen komplizierter, weil da war das Schnur von der Gummizucht bis zur Pose ist ziemlich kurz. Man muss das dann irgendwie ein bisschen kompensieren irgendwie. Ja. Mach das ein bisschen schwerer, die Fisch da irgendwie in die Kiste zu bekommen teilweise. Und man sieht, das ist ja nur ganz kurz. So, teilweise hat das Band diese Selbsthakeffekt. Also die ist zu kurz. Distanz von Kopfhut, also von der Gummizucht bis zur Pose. Sobald die Karpfen nehmen das meistens so, dass die einfach in den Mund nehmen und dann fangen die an zu schwimmen. Ich versuche mal jetzt einfach direkt für vorne, mehr oder weniger direkt vor meine Füße. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber ich versuche da jetzt einen Fisch zu fangen und zeigen, wie einfach es teilweise ist. Ganz normal zwei Stück Mais. Bin nicht sicher, ob ihr das sehen könnt. Bei Wettkämpfen habe ich normalerweise zwei Bahnen am Laufen hier am Ufer. Eine links, eine rechts, aber logisch, weil die Kamera hier steht, habe ich rechts abgehakt. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. So ein bisschen, ein wenig Futter rein. Mal gucken, wie schnell wir eine kriegen. Dann haben wir schon eine. Ja, bei Wettkämpfen, wenn du die so kurz kriegen kannst, geht's ruckzuck. Der hier zieht, 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 zieht und zieht. Der Gummizucht, der hat schon genug Kraft drin, also da braucht man keine Bange haben. Irgendwann mal merken die schon, die kommen nicht weiter und dann hören die auf. Gucken, wo das sehen können. Kann man direkt vor die Füße eine Fische fangen. Keine Ahnung, der hat schon knapp 5 Kilo. Hat er auch schon raus. Ja, ja, ja. Gucken, ob ich den kurz hochheben kann. Ob er das zulässt. Nein, nein, nein. Ugh.
Jetzt. Ich lasse ihn einfach im Kescher. Das will ja nicht wehtun. Und weg ist er. Das ist ein Grund, warum man jetzt nicht unbedingt mit normaler Topkit oder normaler Kopfrute am Ufer gehen soll. Wenn man bedenkt, wie stark diese Gummizug ist. Die Karpfen geben nicht auf, die ziehen einfach durch. Da haben wir schon. So, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei diesem Margin-Angeln-Video. Wenn es dir gefällt, dann bitte Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal.